Hallo zusammen. Ja, hi. Wir gehen kurz draußen. Hier sind ein paar Hunde im Wartezimmer und in Werkstatt. Ich gucke noch, eine kommt, abholt sein Auto, eine bringt sein Auto, ist morgen früh. Wir haben 9 Uhr. Ja, so sieht es aus draußen. So, wir haben hier ein Morello da, die fährt jetzt weg. Wir haben da 11 Module angebaut und 600 Lithium-Batterie. Und der Mann fährt jetzt eine Tour, 3 Monate, Frankreich, Portugal, Spanien und zurück. Und haben wir noch ein paar Sachen geguckt. Ja, da gibt es noch ein Auto, eine Mobil Vetta, eine Bürstner, eine alte Schätzin, ich weiß nicht, was für eine ist. Ja, das ist, was wir hier draußen haben. Und gucken wir kurz jetzt in Werkstatt. Wir haben in Werkstatt 1, 2, 3, 5 oder 6 Autos. Haben wir hier eine Oera. Ja, die Hälfte von der Werkstatt ist voll mit Eurer Kammern, diese, da ein Kammern, hier ein Kammern, da ein Eurer, LMC und was haben wir noch da? Eine Pilote. Und jetzt, weil muss ich etwas erklären zu einer Kunde, ich mache ein bisschen Pause und dann fangen wir an mit unserem großen Projekt. Was gibt es hier? Der bleibt mehrere Tage, weil der hat wahnsinnig so viele Sachen. Und dann gehen wir langsam und ich erkläre euch alles, was bekommen, ja. So, ich kann euch sogar etwas über den Mobil, diese Eura erzählen, weil der fährt jetzt raus. Lithium-Batterie, Modul auf dem Dach sieht man da, Truma-Klima und eine Wechselrichter haben wir da eingebaut. Jetzt ich zeige zu den Leuten alles, wie das funktioniert und so weiter. Fahren wir die Reihe raus und dann kann ich euch den Rest zeigen und klar danach die Thema von heute. Wir sind in Düsseldorf, ja, mit wem und wann und so weiter. Ich kläre euch gleich. Ja? Ja. So, wir haben noch kurz Zeit, hier ein paar Details zu geben, weil der Kunde ist jetzt im Büro bezahlt. Konnten wir auch ein bisschen hier gucken. Hier war extra voll unter dem Sitz, aber wir haben trotzdem geschafft, eine 200, mache ich kurz Licht an, perfekt. Die 200 Bultron ist da hinten und hier haben wir nur die Ladegerät, was da drin war und ein paar Sicherungen. So, hier ist einmal, dann haben wir auf der Seite Sitz bzw. unter dem Fahrersitz der MPPT Solarregler, die Sicherung und der Booster 30 Ampere ist da hinten. Ja, was bekommt noch dieser Auto? Nicht heute, weil der Kunde fährt jetzt drei, okay, und die Klima sowieso. Er bekommt noch 5 Heosays, so Fahrer, Beifahrer, Haupttür und die 2 Klappe hinten. Eine Rapid Mikroprozessor für die Starterbatterie zu erhalten. Und war noch etwas, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Dann, hier haben wir ein zweites Projekt. Und zwar, hier kommt eine Dual Truma mit Filter, dann eine 150 Bultron kommt hier unter dem Beifahrersitz. Hi Florin. Und hier kommt eine 1500 Wechselrichter, dann zwei Module, eine alten SAT-Anlage und eine Markise, eine Fiamma, ja,
das, der Kunde hat überhaupt gar keine Markise und das bekommt er. Dann hier ist eine Kammer. Die Essen ist da. So, schauen wir hier. Hi Wally. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Hier eigentlich dieses Auto ist von die Ex, ich weiß nicht wie die heißt, die Dame war in und ist noch in Kammern Club und die war die da, die der Führer, der Chef, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen. Auf jeden Fall, hier haben wir so, hier war ein Modul, sind auch SunPower Module, ja, und hier war ein Modul, haben wir der raus. Hier ist ein zweites Modul. Mal sehen jetzt, das macht Wally jetzt, hat der Heckdach raus und mal sehen, ob hier der Max-Fan passt. Wenn nicht, dann müssen wir der auch nach hinten versetzen. Auf jeden Fall, da war auch eine Zeitreckantenne, die braucht nicht mehr. Haben wir die raus und dieses Modul von hier kommt dann auf die andere Seite auch so längs wie der hier. Dann haben wir den Max-Fan, haben wir die zwei Module, was die Dame gehabt hat und fertig. Dann, das sind schon vorbereitet, der längs kommt hier, der quadratisch kommt auch 110 kompakte, kommt in die Mitte und auf der anderen Seite kommt die andere. Ich zeige euch danach, wie das alles sieht. Und dann hat die Dame hier oben 550 Watt, eine Max-Fan. Und bekommt die noch eine LTE-Antenne. Dann, wir gehen kurz unten. Die hat zurzeit eine 200er Lithium-Batterie, ein Liontron. Aber die will die tauschen. Erstes Mal, die Ausstattung von diesem Auto ist ganz schön. So. Das meine ich, ja. Hier, Kammer Mobile Club. Da ist die, da war die Dame, der Führer, sagen wir so, und jetzt nicht mehr, wahrscheinlich hat die nicht mehr Zeit und so weiter. LTE-Antenne mit 5G, das wird auf dem Dach angebaut, auf dem Dach. Erstes Mal, ich zeige euch hier unten, haben wir noch nur offen, haben wir nicht angefangen hier zu arbeiten. Da ist die 200er Batterie, die kommt raus und bekommt die eine 300er. Da ist der alte MPPT, der bleibt für die zwei Module und die bekommen noch drei von uns. Dann hier ist ein Booster, der kommt auch raus und wir bauen einen Backbus. Hier ist der von Victron, 50 Ampere. Ja, das bauen wir da. Dann, was war noch? So Batterie, Solar, LTE-Antenne, die zwei müssen wir versetzen. Booster habe ich schon gesagt, weil ich, keine Ahnung, wir müssen noch gucken, was haben wir noch hier. Aber auf jeden Fall, schau mal hier. Ich versuche euch, ich fühle mich ein bisschen zu tief, aber ich finde dieses Auto ganz schön von Ausstattung. So, erstes Mal, du hast so viel Platz hier, unglaublich. Weil gibt es hier kein Bett. Das Bett ist hier oben. Ja, du musst die zwei Sitze drehen und dann der kommt unten und da zwei Personen können schlafen. Und was ich auch toll finde, ist diese Längstoilette hier. Schau mal, hier ist die Waschbecken, die Toilette ist in der Mitte und eine getrennte Duschen ist auch dabei. Ich finde ganz, ganz schön. Warum gibt es nicht mehr dieses Modell? Verstehe ich nicht. Die Dame sagt, dass dieses Modell Dexter heißt der. Dexter produziert nicht mehr. Dexterheike.de. Ja, warum auch immer? Keine Ahnung. Schade, weil es schön ist. Dann hier haben wir noch einen Custom-Wagen. Lithium und Solar, bitteschön. Und hier haben wir unser großes Projekt. Das ist ein Pilot.
ist Nagels neuer Auto, ist gestern gekommen mit roter Kennzeichen. Ja, der hat nicht mindestens die Kennzeichen. Haben wir angefangen. Erstmal haben wir den Sitz raus. Arbeit nicht so viel haben wir hier gemacht, weil wir müssen gucken, wie das alles geht. Da sind zwei Batterien, die mitgebracht sind. Der Kunde hat zwei Batterien 200, kommen die hier. 1, 2, bis die schwarze Linie. Dann haben wir der komplette, die zwei waren hier eingebaut. Und hier kommt so ein Deckel. Hier war normalerweise ein Sitz, aber der sagt, wir fahren alleine, brauche ich keinen Sitz. Und dann da unten konnten wir noch die zwei einbauen. Und zwar die 12-Sicherung und die 230 EFI und so weiter. Und hier kommt eine Batterie, die zweite. Dann kommt hier auf dem die zwei Verteiler, Plus und Minus, die zwei. Dann kommt hier der Booster von WCS. Ja, der Booster kommt da. Was haben wir noch hier? Der MPPT für die vier Module, was auf dem Dach kommen. Dann der Servo. Hier kommt schon da oben, haben wir das Brett raus. Da kommt der Servo. Dann kommt noch eine Netgear. Die letzte Generation von Netgear kommt. Ja? Ich gucke, ob hier steht sein Name, so dass wir den nicht filmen. Das ist Datenschutz. So, dann habe ich die Name. So, mitgebrachte Lithiumbatterie, zwei Stück. Victron Energy Smart Shunt, der braucht das, so dass der Servo sieht, die ganze Anlage. Dann WCS Ladebooster. Dann gehen wir weiter, jetzt brauchen wir den nicht mehr. Multiplus 3000, der kommt da. Unter dem Sitz haben wir angebaut, das passt wunderbar. 480 Solaranlage. Dann bekommt er eine Klimaanlage 3,5 und das ist die Gritosot. Habe ich bis jetzt ein paar eingebaut. Das war der Wunsch von Kunde, baue ich die. Müssen wir einen Dachaufschnitt machen, weil die Klima kommt hier in der Mitte. Ja, habe ich da auf Nagels neue Auto geschrieben. Nee, da wird sowieso geschnitten. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Da kommt die Klima. Dann Klesana C1 Schweiz Toilette. Wir müssen gucken hier drin. Das ist dich. Ja, haben wir schon eingebaut. Guck mal, wie schön hat hier gepasst. Auch da kann ohne Probleme drehen. So, sehr schön. Dann gucken wir weiter. Haben wir Klima. Dann kommt eine Titan-Doppellüfter bei dem Kühlschrank. Der Servo mit 70 Zoll, habe ich schon gesagt. Dann kommt eine Lil elektrische Kugelhandventil da unten. Dann HeoSafe, bekommt ihr überall HeoSafe. Fahrer, Beifahrer, Haupttür und so weiter. Dann bekommt ihr eine Prickstopp. Das ist eine, so eine Platine. Die kommt da auf dem Fahrertür, weil normalerweise kommen die Leute, die mit einem Schrauben ziehen und mit einem Hammer und die machen auf dein Auto. Mit dieser Platine konnten die das nicht mehr machen. Dann bekommt ihr eine Zitronic Funkalarmanlage mit 9 Magnetsensoren, so überall, alle die Fenster und so weiter. Dann eine LTE-Antenne, wie gesagt, die Nighthawk M5. Dann eine Steckdose, wollte er von Anfang. 12 Volt Steckdose. Und dann eine Dimmer will er noch haben. Extra Steckdose in Küche, extra Steckdose in Garage. Das haben wir hier gestern gesprochen. Ja, liebe Pilot-Leute. Nagels neues Auto mit roten Kennzeichen gestern gekommen. Hier ist so gebogen und da oben genauso. Weil hier ist normalerweise ist eine Kleber, die hält nicht mehr. Das kann nicht sein bei einem neuen Auto, liebe Pilot. Ja? So aufpassen. Radio funktioniert nicht. Nagelneu. Müssen wir gucken, warum. Manchmal geht, manchmal nicht. Dann
Der Kunde hat mitgebrachte Marderschutz, müssen wir einbauen, mitgebrachte Batteriebalance, obwohl es nicht nötig bei dem Batterie, aber der sagt doch, ich möchte gerne haben. Mitgebrachte Ruvi, so konnten wir mit der Servo anschließen und eine mitgebrachte TV. Ich gehe raus und ich zeige euch, eine 32 Zoll kommt hier so längs. Halter ist schon da. Oh, und das war's. Ja, so das war's bei diesem Auto. Der steht hier mehrere Tage, weil so ein Auto kannst du nicht in 2 Tagen alles fertig machen. Ja, gut, dann wir gehen kurz, hier ist ein bisschen leiser und sprechen wir weiter. Habe ich geschafft, alle meine Diploma auf dem Wand zu machen gestern. Aber wie so sieht man aus, dann brauche ich noch ein paar Jahre mehrere Schulungen zu machen, diese Wände voll zu machen. Ja, dann Hauptthema Messe Düsseldorf. Wir sind dieses Jahr in Düsseldorf. Von morgen in eine Woche. Gut, für euch ist nicht so interessant, weil der erste Tag ist immer nur für Händler und für euch ist ab Samstag interessant. Samstag, ich glaube, ist 26. Ich gucke jetzt in mein Handy. Wo bist du? Heute ist 17. Nächste Samstag ist 26. So, von 26. bis 3. so 9 Tage. Wir warten auf euch in Düsseldorf. Und genau, wir sind auf dem Stand von Leintron. Und zwar, wir sind draußen. Leintron hat 2 Stände sozusagen. Eine große drin, wo die machen da, die zeigen die Batterie, die machen Werbung und bla bla bla. Und dann draußen steht eine große Anhänger mit das gleiche Spiel. So, drin steht nur Leintron und draußen sind wir. Und nur wir dieses Jahr. Normalerweise waren mehrere da. Vor 2 Jahren waren wir, Carix war dabei, noch ein Händler war dabei, noch einer, wir waren mehrere. Aber jetzt, dieses Jahr, ich bin alleine da draußen. Und die gute Nachricht für mich ist, dass nur ich darf ich Batterie verkaufen. So, bedeutet auch, die da drin sind, wenn ein Kunde eine Batterie kaufen möchte, dann schicken die Leute bei uns. Und da kann ich euch die Batterie verkaufen. Dann haben wir noch 2 Kollegen von Leintron, die stehen jeden Tag bei Concord. Ja, Leintron arbeitet vor kurzer Zeit auch mit Concord, so in verschiedene Modelle wird Leintron und Victron eingebaut. Ja, was kann ich sagen? Ja, viele von euch wahrscheinlich in diesem Moment sagt, ja, aber warum gehst du mit Leintron, hast du nicht Probleme mit die letztes Jahr? Ja, war da etwas letztes Jahr, für die dich erinnere, ich sollte nochmal, 21 war ich mit Leintron, so 22, die wollten, dass ich, sagen wir so, die wollten, dass ich, weil ich Distributor war, die wollten, dass ich 100% nur mit die zu arbeiten, beziehungsweise ich soll Leintron Batterie und Victron Produkte. Und dann habe ich gesagt, nein, und gut, war so ein bisschen, weil ich will das nicht machen, habe ich euch in mehrere Filme erzählt, dass ich möchte gerne alle, wenn der Kunde, als Beispiel der Pilot, wenn der Kunde so einen guten Preis für die Batterie, ja, diese Batterie, eine 200er Batterie, hat ja ein Angebot, das waren billiger, ganz bisschen billiger als eine 100er. Jeder von euch macht das, jeder. Und warum soll ich jetzt nein?
ist ein Auftrag über 25.000 Euro und dann soll ich sagen, nee, weil ihre Batterie mache ich nicht. Oder die Klima, ich baue hier nur Dometic und Truma. Nein, Leute, ich möchte gerne das alles machen. Und wenn der Kunde will das, dann baue ich das. Wenn der Kunde will der andere, baue ich die andere. Kein Problem. Und das war ein bisschen letztes Jahr. Und die haben gesagt, gut, dann wenn es so, kannst du weiter Händler bei uns bleiben, aber keine Distributor. Und habe ich gesagt, okay, hat alles super funktioniert. Ich bin mit denen nicht mehr zur Messe, aber unsere Kontakte sind genauso gut wie am Anfang. Wir sind Händler geblieben. Klar haben wir ein bisschen andere Konditionen gehabt bei Händler als bei Distributor. Hat alles funktioniert ein Jahr. Und dieses Jahr, die sind gekommen zu mir. Die haben sich entschuldigt, das hätten die nicht so reagiert. Habe ich auch verstanden. Habe ich gesagt, alles in Ordnung. Und die haben mich gefragt, ob ich möchte gerne mit die nach Düsseldorf fahren. Und wenn ich ja, dann ich bekomme sowieso wieder meine Konditionen, wie als früher als Distributor war. Und klar habe ich auch die Vorteile, dass ich bin da draußen alleine und ich kann nur ich die Batterie verkaufen. Klar kommt viele Aufträge für uns und deswegen habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ich habe überhaupt kein Problem. Ja. Und deswegen bin ich jetzt dieses Jahr wieder voll mit Line dran. Habe ich versucht, eigentlich meinen eigenen Stand zu bekommen. Außer, das ist verdammt teuer. Es ist so nur, dass ihr eine Idee haben. Es ist 3 oder 4 Mal so teuer als, weil wir waren dieses Jahr in München, Nürnberg, habe ich gehört auch, dass in CMT ist auch genauso ungefähr so wie alle die anderen, aber in Düsseldorf ist, boah. Aber gut, hätte ich auch bezahlt am Ende, aber ich habe keine, nicht früh genug wahrscheinlich mich angemeldet, keine Ahnung. Gut, Hauptsache ist, dass wir konnten uns treffen in Düsseldorf. Ich bin bei Liontron auf dem Stand vor Halle 11 draußen, ja, und da kommt ihr von uns, wir kommen 4 Leute, ja, 3 von hier, eine von Bayern, und da konnten wir euch gerne Angebote machen und habe ich, oder beziehungsweise haben wir entscheiden, Liontron macht 10% für die Batterie, hat das immer gemacht und wir möchten gerne auch 10% für die ganze Einbau. Beziehungsweise die in Düsseldorf kommen und die wollen von uns mehr als nur eine Batterie, eine Wechselrichter, Solaranlage und sowieso, dann bekommt ihr auch 10% da. Ja, umsonst seht ihr, dass wir haben sowieso viel zu tun. Wir haben noch eine Kollegin, die kommt Vollzeit bei uns, weil, wie gesagt, ich bin 10 Tage weg, beziehungsweise diese 9 in Düsseldorf, dann bin ich, wenn alles gut passt, bin ich eine Woche in kleines Urlaub. Deswegen brauchen wir hier Leute, weil Arbeit gibt es genug. Wir haben noch eine Praktikante hier, habt ihr gesehen, wahrscheinlich, wenn ich gefilmt habe. Eine junge, 16 Jahre, macht Praktikum bei uns. Ja, alles gut, alles läuft. Ich freue mich auf jeden Besuch von euch, auch wenn es nur zu grüßen oder 5 Minuten zu quatschen. Wir sind für euch da und wir warten euch gerne nächste Woche, nicht von morgen in eine Woche in Düsseldorf. Und wie gesagt, es gibt 10% für alles bei uns, für die ganze Einbau, was ihr da geplant in euer Auto. Ja, dann Julian sagt erstmal tschüss, bleibt gesund, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns in Düsseldorf. Tschüss!